Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Battle Trials Fusion in der Streckenzentrale. Wir haben in der letzten Folge das hier gemacht, Fracture Falls mit der Hidden Area auf Platin gemeistert. Und hier oben hatten wir auch noch eine. Ja, genau, die Nox Arcana auf schwer, leider nur mit Bronze, aber die ist auch wirklich nicht schlecht. War auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Map. Und jetzt spielen wir 999 Alone in the Dark. Eine extreme Map. Viele 380 haben sie gewertet. Manche haben sie schlecht bewertet. Also wirklich, wenn es schlechte Maps gibt, werde ich sie auch schlecht bewerten. Das gebe ich dann zu. Da ist mir die Arbeit egal. Hier muss ich wissen, es ist extrem. Also ich muss mich darauf einstellen, dass ich die Map entweder nicht schaffe oder dass es die einzige Map wird, die wir heute sehen werden in dieser Folge. Oh nein, mich mit der Pit Viper. Bitte nicht. Ich glaube, das ist auch das einzige Fahrzeug, die Pit Viper, was wirklich so. The Firefighter ANBA, diverse, shameful, I admit, it's only humor. Okay. Fusion shared. Alles klar. Nein, 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 Moment, so. Das ist ja, wie geht denn das? Das ist ja unmachbar. Jetzt schon. Oh, du Sau. Nein. Das ist doch. Wow. Auf jeden Fall schon mal ein sehr, sehr cooles Design. Gefällt mir schon mal sehr, sehr gut. Oh, hier werden gar keine Fehler gezählt. Guck mal. Das ist ja. Das ist ja assi. Wie soll denn das gehen? Oh, das war gar nicht mal so schlecht. Ah, das ist. Das ist. Ah, ich muss mal ganz kurz die Klappe halten. Vielleicht klappt es dann. Nee, das wird nichts. Das ist echt zu hart. Für meine Preisklasse hier. Das kriege ich nicht hin. Nee, das ist ja. Oh! What the fuck? Nee. Sorry, aber das schaffe ich einfach nicht. Das ist ja. Da möchte ich aber 50.000 XP bekommen, wenn ich das schaffen sollte, ey. Ja! Wow, das war gar nicht so schlecht. Nee, das war scheiße. Ich habe eine Idee. LOL! Da ist erst der nächste Checkpoint. Alles klar. Warum muss man so eine coole Map, die so cool aussieht, auf extrem machen? Warum nicht einfach schwer? Das reicht doch vollkommen aus. Boah, das ist ja bitter. Meine Fresse! Das ist ja schlimmer als Dark Souls hier. Ja! Okay, mittlerweile habe ich das hier schon raus, aber irgendwie. Okay, gut. Hat. Na, na! Okay. Okay, nein, nein, du sollst hier keine Stunts machen. Ich glaube, so ist das besser, wenn ich das so mache. Das ist ja nicht mehr machbar. Komm. Das wäre geil, wenn das funktioniert hätte. Nee, das schaffe ich einfach nicht. Ho! Boah, das ist ja. Nee. Da kriege ich ja niemals hin. Mann.
Komm schon! Pass auf! Oh, nee, das wollte ich gar nicht. Nein, du setzt dich fest. Nee, ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll. Ganz im Ernst, 5 Minuten jetzt schon hier. Das ist ja nicht mehr... Das ist ja nicht mehr feierlich hier. Nee, das schaffe ich nicht. Und dann vor allem da oben noch die Reifen, wenn ich das jetzt so sehe, da... Boah. Obwohl die Reifen, das ist wahrscheinlich gar nicht so schwer. Aber das hier ist ja... schon echt... krass. Also das ist wirklich für Extreme. An sich gefällt mir die Map. Die hat ein super schönes Design. Hat so ein bisschen Endzeitstimmung. Aber für mich ist das hier echt nichts, ey. Das ist echt nicht so mein Ding. Sorry, aber ich... Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ihr mögt. Ob ich das mehr versuche oder nicht. Ich werde es jetzt gleich erstmal aufgeben und ihr solltet mal in die Kommentare schreiben, soll ich es öfter versuchen? Oder halt nicht. Kommt mir nicht mit der Begründung irgendwie sowas wie, es ist ja fast so, als wenn man einen Dark Souls Boss nicht machen würde und dann den einfach mal springt. Nein, das ist es nicht. Hier ist es einfach nur, ich kann das nicht. Die Tricks... Nee, komm. Ich werde die Strecke jetzt verlassen. Und ihr schreibt dann mal in die Kommentare, ob ich mir das länger anschauen sollte, Loch länger probieren sollte oder lieber dann die nächste. Alter, also extrem ist ja wirklich, wow. Klar, ist extrem. Was will man erwarten, ne? Was gibt's da noch so Schönes? Ah, hier steht immer noch, wird geladen. Das ist natürlich kacke jetzt. Weil irgendwie wird hier gar keine geladen gerade. Oh ne, sag mir jetzt nicht, ich habe jetzt hier irgendwie... Kann ich jetzt nicht mehr spielen, oder was? Was ist denn jetzt hier los? Ich gehe mal kurz raus. Und wieder rein. Ich glaube ehrlich gesagt, das wird hier nichts mehr. Aber ich bin online. Kann ich ja meine Favoriten wenigstens spielen? Die müssten ja eigentlich gehen. Na, das ist ja richtig kacke. Na gut, Freunde, dann mache ich mal hier kurz einen Cut. Und dann werde ich es jetzt mal dann anders probieren. Also, bis sofort. So, ich habe es gelöst. Ich habe einfach normal das WLAN verbunden und alles. Und ja, jetzt haben wir hier Doomsday, eine mittlere Map. Hört sich auf jeden Fall interessant an. Mal gucken, wie es so wird. Mittel hatten wir auch noch nicht. Ist halt... Oh, mehr schon wieder Pit Viper. Alles klar. Dann halt Pit Viper. Von Vegas Trash 01. It's hot out, but the sun won't burn you. Ride safe. Alles klar. Oh, ich sehe... Ja. Ah, ne, okay, jetzt ist es wieder scharf. Hat was von Mad Max. Muss man ja mal ganz ehrlich sagen, das hat echt was von Mad Max. Oh, ich habe gerade vergessen, dass das die Pit Viper ist. So krank, wer fährt hier. Das gibt's doch gar nicht. Oh, ich habe das geschafft. Wow. So, also jetzt mal eine Map, wo wir auch vorankommen. So halbwegs. Jawohl. Ey, dieses... Ganz ehrlich, die Pit Viper ist richtig kacke. Ich mag die einfach nicht. Die ist halt was für Skill, Leute. Und das bin ich nicht. Das gebe ich offen und ehrlich zu. Ach, leck mich doch. Ah. Ja. Okay. Die Map ist cool. Wow.
Obwohl mir die Reifen auf den Sack gehen. Aber das ist ja kein Grund, diese Map zu haten. Ich bin gerade einfach nur richtig, richtig schlecht. So, das ist das Ziel. Oh, ich bin... Okay, ich bin verbrannt. Alles klar. Fand ich gut. Wird natürlich auch wieder favorisiert, ist klar. Obwohl ich da mehr könnte. Ich könnte auf jeden Fall mehr. Aber gut. Was soll man machen? So, die werde ich auf jeden Fall auch liken. Ich meine, favorisieren. Nice. Gut, ich weiß jetzt nicht, wie lang der erste Teil der Folge war mit den Zombie Avenue, okay. Mit der Extreme Dingsbums Challenge, die ich ja nicht geschafft habe. Aber wir nehmen jetzt mal von Fusion Community Flesh Eaters Lurk in the Shadows. Ich bin gespannt, ob da wirklich Zombies rumlaufen. Mal gucken, wie die Map so wird. Eine schwere jetzt übrigens. Ich dachte, deshalb. Alles klar. Nochmal von vorne. Nee, nee, vergiss es. Oh, leck mich doch. Okay, ist sehr, sehr cool. Also sehr, sehr cool aufgebaut. Ha, ha, ha. Ah. Okay, ich werde von irgendwas gefressen, was man aber nicht sehen kann. Alles klar, ich muss da nach oben hin. Zurück, zurück. Das ist schwer. Das ist echt hart. Klar, ist auch eine schwere Strecke, aber... Mord! Boah! Dieser Baumstamm da vorne, der gibt einen echt den Rest immer. Okay, das war schlecht. Wie ich da einfach mal reingesogen werde, ist so cool. Ich rette mich! Ha! Du kriegst nur mein Motorrad. Nur mein Motorrad. Nur mein Moto. Tschüss. Ah, das ist cool. Das war schlecht. Ja! Wow! Alles klar, ich muss springen irgendwie. Ah, das ist aber... Das ist viel zu... Boah, ist das krass. Nein, nicht da rein! Ja, Mann! Doch, das ist ein Checkpoint. Oh. Okay, ich glaube, der schwierigste Teil ist jetzt überstanden. Ich glaube, das war echt der schwierigste Teil von allen. Auf jeden Fall sehr, sehr cool designt. Echt, das gefällt mir wirklich. Da kommt wirklich Zombie-Stimmung auf, muss man ja schon sagen. Vor allem auch die Idee... Dass ein da irgendwas frisst, ist auch schon ziemlich cool. Ach, Kacke. Oh, und jetzt werden wir so oder so gefressen. Okay, alles klar. Das ist assi gewesen. Aber war... Es war zwar cool. Ja, komm doch, wegen dem Design allein schon. Der hat dir schon Mühe gemacht mit den ganzen Zombie-Dingsbums da. Ne, das war schon nicht schlecht. Ich muss echt mal die DLCs holen, dann könnten wir nämlich jede einzelne Strecke hier mal spielen. So, auch favorisieren. Obwohl ich sagen muss, favorisierte Strecken werde ich nur machen. Ha. Ich glaube, favorisierte mache ich wirklich nur, wenn ich die wirklich nochmal spielen will. Und nicht alle, oder? Weil man sieht ja eh, welche wir schon haben. Naja, obwohl. Gold habe ich ja da jetzt auch nicht wirklich. Gut. Noch eine schwere Heavy Steel. Okay, schaffen wir die noch? Ich glaube schon. Ich glaube, eine ist noch drin. Eine müsste noch drin sein in der Folge. Oh, Pit Viper, was auch sonst. Ach, Mann, ey. Von der Fusion Community.
Also würde ich sagen, okay, gar nichts darunter sonst. Okay, einfach nur Heavy Steel. Cooler Name. Oh. Sieht doch schon mal sehr, sehr cool aus. Komm, fahr! Fahr, fahr! Wow. Ich kann gar keinen Absprung machen. Das ist ja krass. Oh, man kann da oben auch rauf. Okay, und jetzt Gas geben. Nein, oh Mann. Jawohl, geht doch, ey. Woo! Das ist auch eine sehr, sehr schicke Map. Eine sehr, sehr schicke Map. Hatte ich auch noch nicht so den Stil mit Feuer und alles. Werde ich zwar in der Kampagne bestimmt oft bekommen. Noch. Aber an sich. Boah. Diese Ecke da, ne? Nein! Oh, ist das hart. Das gibt's doch gar nicht. Oh, rüber! 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 Das ist ja quasi wie eine Endlosschleife. Boah. Okay, das war schlecht. Komm, rüber, 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 rüber. Nee, das wird nix. Boah, Alter, das ist krass. Oh, ja! Oh, Gott sei Dank. Unten? Okay. Ja, das war ein Trick. Ihr habt's gesehen. Ah, dieser Sprung, ne? Wie macht man die kleinen Sprünge nochmal? Irgendwie. Ah, Moment, 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 Moment. Nein, das war zu viel Gas. Ich glaube, irgendwann lerne ich die Pip-Viper noch richtig lieben, aber irgendwie ist der Tag noch lange nicht da. Oh, nice. Das war cool. War auch cool. Ja. Aha. Zu langsam. Nice. Ja. Scheiße. Okay, das war Kacke. Ja. Nein. Ah, okay. 2 Minuten sind wir gerade mal in der Map. Und schon 31 Fehler. Also, ne? Ja, doch, sind der Fehler. Oder Versuche. Ist eigentlich beides dasselbe. Ohne den Schwung kriege ich das nicht mehr hin. Ach, diese Ecken auch immer. Nice. 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 Und das ist Ziel. Nice. Oh, was passiert denn da noch? Okay, ich werde mit Lava zugeschüttet. Und alter Vater. Wenn das mal nicht brutal ist, dann weiß ich auch nicht. War auch cool. Hat mir auch gefallen. Ach, fast Level 3. Ach, come on, ey. Naja, was soll's. Gut, dann war es das jetzt aber mit der Folge. Diesmal, ja, waren 18 bis fast 20 Minuten, bin ich der Meinung. In der nächsten Folge, was gibt es hier noch so Schönes? Da werden wir mal schauen, was es so gibt. Aber hier kriegt man echt noch plus XP. Also hier ist echt ein XP-Boost. Warum auch immer. Gut, ich werde natürlich die Strecke auch wieder favorisieren. Alter! Silber mit einem Fehler, willst du mich verarschen? Was ist das für eine Silbermedaille? Da würde ich ja Platin schon bekommen, also Gold auf jeden Fall. Ja, okay, gut. Ist ja egal. Haut rein, bis zur nächsten Folge von Let's Battle Trials Fusion. Da werde ich wahrscheinlich noch nicht die DLCs haben, die werde ich mir nach und nach kaufen. Aber ich werde auf jeden Fall, ja, ich weiß noch nicht, wie weit es hier runter geht. Aber ich werde dann einfach mal hier bei der hier weitermachen. Das ist doch schön. Gut, haut rein und ciao.